Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute haben wir eine spannende Reportage für euch über den Transport eines Segelbootes. Es ist die Windel 50 SL mit einer Länge von 10,70 Metern, einer Breite von 3,10 Metern und einem Tiefgang von 1,60 Metern, die mit dem Traktor Deutz D50S, der ein Baujahr hat von 1965, vom Winterlager der Firma Service rund ums Boot in Allian zum Kran nach Lauenburg gebracht wird. Doch das Boot ist kein Leichtgewicht. Es wiegt stolze 6,5 Tonnen. Da braucht man schon einen starken Traktor und einen guten Fahrer. Und natürlich eine gute Ausrüstung nach dem Wolke-Schema. Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff und Elektrik. Und nicht zu vergessen, Notfallausrüstung, Mitfahrer und Anhänger. Das Wetter war typisch für den April. Mal Sonne, mal Wind, mal Regen, aber auf jeden Fall kalt. Der Skipper ließ sich davon nicht beeindrucken. Er hatte sich wie eine Zwiebel angezogen, um der Kälte zu trotzen. Und er hat uns erzählt, wie er sein Boot liebt und wie er sich auf die Fahrt über die Elbe und den Kaiser-Wilhelm-Kanal, der auch Nord-Ostsee-Kanal genannt wird, freut. Doch erstmal steht das Abenteuer der Fahrt von Allian über Scharnebeck nach Lauenburg an. In Lauenburg hat er sein Boot eine Nacht im Hafen gelassen, um am nächsten Tag weiter zu seinem Liegeplatz in Bockholmwiek zu fahren. Wir haben ihn auf dem Weg nach Lauenburg begleitet und einige tolle Bilder gemacht. Schaut sie euch an und lasst euch von seiner Begeisterung anstecken.